Mein Name ist Julia Schallberger, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Aargauer Kunsthaus und ich freue mich sehr, Ihnen heute diesen 200-seitigen Ausstellungskatalog Surrealismus Schweiz vorstellen zu dürfen. Dieser ist 2018 im Snook Verlag erschienen und begleitete die gleichnamige Überblicksschau im Aargauer Kunsthaus und im MASI in Lugano. Das Buch war für mich ein Herzensprojekt, deshalb, weil es eine sehr profunde Frage, ein sehr profundes Ziel verfolgt hat. Und zwar ein Thema, eine Kunstströmung, ja, ein Stück Schweizer Kunstgeschichte aufzuarbeiten, einen ganz neuen Blick darauf zu werfen. Etwas, was seit den 70er Jahren nicht mehr versucht worden ist. Wir haben uns schließlich für 61 Künstlerpositionen entschieden, die es in diesem Buch auch mit Kurzbiografien vorfinden, ebenso verhandelt in vier Essays der Kunsthistoriker Stefan Hauser, Hans-Peter Wittwer und der Kuratoren Peter Fischer und mir, wo wir der Frage nachgehen, wie sich denn der Schweizer Surrealismus oder besser gesagt der Surrealismus von Schweizer und Schweizerinnen charakterisieren lässt, worin die Besonderheiten bestehen. Das Buch ist also wissenschaftliches Standardwerk, es soll aber auch ein sehr lustvolles Bilderbuch sein. Und deshalb möchte ich Ihnen gerne mein Highlight zeigen, und zwar den Bildteil. Der funktioniert über mehrere Seiten. Es sind kleinere und größere Bilder, die hier assoziativ angeordnet sind. Hier zum Beispiel eine Bildzusammenstellung von Köpfen. Daneben Einsichten in Höhlen, in Bühnenlandschaften, wie hier etwa von Max von Moos, daneben von Markus Rätz. Sie sehen also, wir sind durch die ganze Kunstgeschichte gegleitet. Wir haben mit den historischen Positionen begonnen in den 30er Jahren. Sie finden hier also Werke von Meret Oppenheim, Alberto Giacometti, Kurt Seligmann, Isabel Waldberg, aber auch von Nachkriegssurrealisten wie etwa Walter Grab und sogar von Zeitgenossen wie Lutz Guckisberg, Valerie Favre oder etwa Francisco Sierra, die sich mit dem Surrealismus beschäftigen. So ist nämlich unsere These, die in diesem Buch auch festgemacht wird, dass der Surrealismus ja keine Stilistik ist, sondern eine Haltung, die sich mit Themen beschäftigt wie Tabubrüchen, mit dem Unterbewusstsein, mit der Traumwelt, mit Kriegsvisionen, also allesamt Dinge und Aspekte, die auch heute immer noch Bewandtnis haben, Brisanz haben. Das Buch ist also aktueller denn je und ich wünsche Ihnen ganz viel Vergnügen bei der Lektüre.